ich wollte euch ja mal erzählen, wie ich alles in meinen 50 Liter Rucksack reinziehe. Ich habe das mal hier hingelegt und stapel das jetzt mal. Also im Grunde genommen habe ich einfach nur so zwei super dünne Stoffhosen, irgendwie aus Asien. Dann zwei kurze Jeanshosen. Ein so einen ganz dünnen langen Kapuzenpulli. Zwei langärmige Shirts, ist eigentlich eins zu viel, aber das andere ist so old, das kann man eigentlich auch unterwegs wegschmeißen. Dann drei normale T-Shirts und noch zwei, vier, fünf Tops. Und davon ist auch eins so old, dass ich eigentlich wegschmeißen werde. Also schon fast zu viel. Dann natürlich hier noch was zum Schlafen. Ein Handtuch und ein Sarongtuch. Ja, das hier ist ein bisschen Quatsch, das ist so eine spanische Grammatikkarte, aber ich dachte, die passt hier so super geil rein und vielleicht lerne ich dann eher Spanisch. Eine Ersatzsonnenbrille, weil mir jedes Mal eine kaputt geht und ich mich dann immer ärgere, dass ich mich sofort eine andere habe, die nehme ich einfach mal mit, ist auch eine ganz olle. Das hier ist so eine ganz dünne Bali-Tasche, so für abends. Hier so Zipperbeutel nehme ich auch immer ein paar Ersatz mit, weil man die super gut gebrauchen kann und die halt oft kaputt gehen. Kommt auch hier an der Seite rein. Dann, ja, das ist Unterwäsche, Bikini, so ein Beutel, Sonnencreme, Aftersun und gut, das ist irgendwie Gesichtswasser. Und hier dann mein Beutel mit Shampoo und so weiter umgefüllt in kleinere Flaschen. Und natürlich meine Beachkette. Ja, dann habe ich eigentlich nur noch ein paar Flipflops und die Turnschuhe hier, die ziehe ich an auf dem Flug und habe die ja dann auch noch dabei. Gut, wie passt das jetzt alles hier rein? Eigentlich ganz einfach, hier hinten ist noch ein Regencape drin, auch super praktisch. Ja, das kann man halt einfach so als Stapel reinpacken. Und das hier kommt einfach unten rein, geht ja auch schnell. Die beiden hier auch. Flipflops, einen rechts und einen links. Jetzt ist das unten schon zu. Und das Ding tue ich hier oben rein, weil hier ist auch noch ein Fach. Genau, dann noch hier ein Beutel. Und das hier kommt oben drauf. Dann habe ich natürlich auch noch meinen Daypack, mein Laptop und so weiter drin. Aber hier passt das super cool rein. Also das hier einfach noch drauf. Zu. Genau, dann hätte ich eigentlich hier noch so ein Medikamentenpack und ein paar, ja, was ist das? Hier die Elektro-Zubehörsachen. Die würde ich jetzt auch noch hier oben reinpacken, passen. Aber die gebe ich dem Markus.